Das Wetter spielte mit. Zwischen zwei Schauern konnte der erste Spatenstich auf dem TSG-Sportgelände in Dülmen vollzogen werden. Rund 30 interessierte Besucher aus Verwaltung, Politik und Sport hatten sich eingefunden, um dem Baubeginn für den Kunstrasenplatz beizuwohnen. Wir erwarten uns von dem Kunstrasenplatz im Grunde genommen aufgrund der demografischen Entwicklung hier erheblich mehr Zulauf im Jugend- und im Kinderbereich. Ist das eine. Die Verletzungsgefahr gegenüber Asche ist erheblich niedriger auf einem Kunstrasenplatz. Und die Nutzung eines Kunstrasenplatzes ist eben dreimal so hoch wie ein normaler Tennenplatz. Das sind die Vorteile des Kunstrasens, weshalb wir gesagt haben, wir bauen hier bei TSG Dülmen einen Kunstrasenplatz. Auf dem vereinseigenen Sportgelände neben dem Freizeitbad Düpp befinden sich bereits mehrere Sportplätze, bislang aber noch kein Kunstrasenplatz. Der Vereinsvorstand sieht darin einen Nachteil. Die Vorteile für einen Kunstrasenplatz liegen auf der Hand. Fläche sind knapp über 9000 Quadratmeter bebauter Raum, der hier hergestellt wird von der Firma Nios aus Borken. Der Kunstrasenplatz ist im Grunde genommen ist er das ganze Jahr über bespielbar. Das heißt also, wir werden im Winter und im Herbst hier keine Spielausfälle mehr haben. Das heißt, wir sind durchgängig bereit, irgendwo Spiele durchführen zu können. Und wir entgehen einer Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich sehe in der Bezirksliga, in der Klasse, in der wir zurzeit noch spielen, ich hoffe nicht mehr lange, sind wir benachteiligt, weil von den 16 Vereinen der Bezirksklasse 11 haben 9 Vereine schon einen Kunstrasenplatz und das ist für uns immer eine Benachteiligung. Die Finanzierung des Kunstrasenplatzes ist gesichert. 50% der Kosten trägt die Stadt Dülmen. Auch die Sportler versprechen sich von dem Kunstrasenplatz einiges. Ich glaube, dass es heute in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, einen Kunstrasenplatz zu haben, um die Möglichkeit zu schaffen, bei jedem Wetter Trainingsbetrieb und Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, beziehungsweise das einfach auch als Belag der Zukunft gilt. Ja, Kunstrasen ist die Zukunft und ich freue mich sehr darüber, dass wir das jetzt endlich ermöglichen konnten. Und auch so hoffen wir, dass wir auch auswärtige Jugendliche hier an uns binden können, die auch hier auf dem Kunstrasen spielen werden. Wir können auf dem Kunstrasen auch bei nassen Verhältnissen spielen und müssen da ja nicht auf die Asche ausweichen, sondern können hier unseren Kunstrasen vollkommen nutzen. Rund 5 Monate sollen die Arbeiten andauern, bis der fertige Kunstrasenplatz bespielbar ist. Die TSG geht davon aus, dass das Eröffnungsspiel Ende August, Anfang September stattfinden kann.